Ich bin Shoy, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Someday You'll Return, einem Horrorspiel mit so ein paar Puzzle-Elementen. Und das ist ein tschechisches Spiel, woran zwei Entwickler 5 Jahre lang entwickelt haben. Es ist gestern rausgekommen, ich habe freundlicherweise einen Key bekommen. Und es ist ein längeres Let's Play vielleicht. Das Spiel geht so 16 bis 20 Stunden, laut Entwickler. Und ich weiß nicht, ob ich daraus eine Serie mache. Ich fange erstmal an mit einer Stunde und dann mache ich vielleicht 2, 3 Parts und guck mal, wie es euch gefällt und wie es mir gefällt, wieso die Bewertungen sind und die Aufrufe. Und wenn alles passt, dann würde ich das Spiel vielleicht sogar zu Ende spielen. Also für einen Einteiler ist es ein bisschen viel, deswegen wird das wieder eine Serie. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf, ich habe es schon lange im Fokus. Und ja, worum es geht, ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß, wir müssen unsere Tochter suchen und ich habe schon mal kurz reingeguckt. Wir starten ein neues Spiel und lassen uns einfach mal... Oh, das ist ja plötzlich okay. Oh, it's useless. I must get out. Was hatten wir da? Ein Handy. Es ist nutzlos. Ich muss hier raus. Prolog. Aber wir hatten noch eine schöne Brosche. Okay, wir sind in einem Bunker. Da hinten leuchtet was Rotes. Okay, gehen wir erstmal rein. Mal gucken, wo wir sind. Aber wenn Strom an ist, heißt es ja, hier ist zumindest so eine Art Zivilisation. Was haben wir denn hier gesucht? Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt, weil ich dachte, wir spielen einen Mann, aber möglicherweise im Prolog. Was war das für ein Geräusch? Das Monster muss schon hier sein. Im Prolog spielen wir jetzt vermutlich seine Tochter, die wir ja suchen müssen im Hauptspiel. Okay. Sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass das Monster uns noch trifft. Drücken. Hallo Monster. Okay, da geht's weiter. Wie sah es da hinten aus? Taschenlampe haben wir nicht. Hier geht's nicht weiter. Das sieht schon aus wie ein Monster da, dieser abgebröckelte Putz. Wie so ein Wolfsgesicht oder so. Was war hier? Ein weiterer Weg? Nein, hier ist versperrt mit so Kabeln oder so. Okay, das ist unser Weg. Ist aber irgendwie auch logisch, weil da war ja die Tür, die wir aufmachen mussten. Hätte mich dann also gewundert, wenn wir einen anderen Weg gehen können. Aber man weiß ja nie, ne? Okay. Hier wird schon einiges zugemauert und wieder aufgebrochen. Das ist also vielleicht schon ein Ort, der sehr lange besteht. Wo sich viele Menschen rumtreiben. Ein seltsamer Ort. Okay, es scheint kein Bunker zu sein, sondern eher so eine Art... Käfige? Eher so eine Art Fabrik? Das ist... Girl. Wir sind mit Girl betitelt. Das ist schon sehr merkwürdig. Was hängt denn da? Ist das eine Glühbirne? Für wen oder für was waren diese Käfige? Da sind diese Käfige. Huch. Für Feen. Okay. Wieder ein Scheideweg. Gehen wir ins Dunkle oder gehen wir ins Licht? Ich würde mal sagen... Warte mal, da hinten ist noch... Da hinten? Wo sind wir rausgekommen? Wir kommen von da. Hier ist auch noch Licht. Gucken wir mal erstmal hier. Sieht so nach Tageslicht aus, wenn es so gelb ist. Oh ja, oh ja. No, I'm too late. Ich bin zu spät. Ah, diese komischen Drähte, die den Weg versperren, das ist vielleicht das Monster. Zumindest waren die gerade ja auch schon da. Alles klar. Wir müssen einen anderen Weg finden.
Verstehe. Alles klar. Es treibt uns direkt in diese Richtung. Wir hatten nie eine Wahl. Sieht aus wie Schulstühle aus einer Schule. Und irgendwie sind das auch Teile eines Gebäudes. Das sieht aus wie Tore. Es ist ja ein Psycho-Horror-Game. Von daher würde ich sagen, hat alles irgendwie eine Bedeutung. Wir sollten uns also vielleicht schon mal merken, dass das vielleicht eine Schule sein könnte. Vielleicht ist das irgendwie in ihrem Verstand oder so. Ihre Angst. Ihre Angst vor der Schule. Kann das sein? Oh je. Oh nein. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Das Geräusch. Das kenne ich irgendwoher. Ein Aufzug. Okay. Da war jemand. Irgendjemand war da. Pendulum of the mind alternates between sense and nonsense, not between right and wrong. Okay, das Pendel des Verstandes wägt zwischen Sinn und Unsinn ab und nicht zwischen Gut und Böse. Okay, ein Intro. Liebe Kinder, immer aufpassen, ne? Lenkt euch nicht vom Handy ab. Okay. Ich weiß nicht, warum wir unsere Tochter im Wald suchen. Scheinbar erreicht er sie nicht und hat die Mutter der Tochter angerufen. Scheinbar leben die getrennt. Und sie sagt, sie wäre in der Schule, aber er glaubt ihr irgendwie nicht. Er weiß irgendwie schon Bescheid, wo sie ist. Oh, hallo, Omi. Can I help you? Kann ich dir helfen? Hello, can you hear me? Kannst du mich verstehen? Autumn leaves, rocks and trees, all fall down. Der Herbst geht. Steine und Stöcke fallen. Okay, keine Zeit für diesen Mist. Ich muss Stella finden. Seine Frau war etwas überrascht, als er sie angerufen hat. Meinte, sie hat eine neue Nummer.
Er hat eine neue Nummer. Deswegen wusste sie gar nicht, wer da dran ist. Also, das ist schon alles komisch. Okay, können ein bisschen gucken. Ich glaube, wir sind im Spiel. Es erinnert mich direkt an Blair Witch. Wirkt alles so friedlich. Und wie wir gesehen haben, spielt das Spiel auch in Tschechien. Dort, wo es entwickelt wurde. Zumindest die Autobahnschilder sahen danach aus. No more driving for me. Hier können wir nicht weiterfahren. Okay. Exit outside. Und take. She stopped moving. Even better, she's straight down this path. This will be over sooner than I thought. Sie hat aufgehört, sich zu bewegen. Sie ist einfach diesen Pfad heruntergegangen. Vielleicht finde ich sie eher als gedacht. Okay. Er hat sie getrackt. Oh Gott, was für ein Helikopter-Dad ist das denn? Ah ja, Kapitel 1. Der Wald ist ganz toll, ganz klasse. Also liebevoll, lovely heißt ja so. Wunderschön. Ja, jetzt habe ich's. Der Wald ist wunderschön. Hochheben. Geht nicht. This thing is bolted shut. Oh, great. Now I'll have to walk. Toll. Jetzt muss ich warten. 3PO und R2D2. Wie geil ist das denn? Das ist cool. Erstes Easter Egg gefunden. Alles klar. Super geil. Hä? Shit. I was just sitting in there. Oh, fuck you, Parking Gods. Parking Gods. Scheiße, ich habe gerade noch drin gesessen. Fickt euch, Parkgötter. Ah, rocks and trees fall down. Alles klar. Whatever just happened, I've got plenty of time to deal with it later. War das eine Wahrsagerin? Das ist interessant. Okay, wir müssen auf Steine aufpassen. Hier gibt es ja auch einige, die hierher fallen können. Okay. Wir müssen den Weg runter. Hier darf man auch gar nicht herfahren, du Vollhonk. Ist verboten. So. Und wir haben nur englische Texte, wie ihr gemerkt habt. Leider keine deutschen. Ich werde mich aber bemühen, die M's und S rauszuschneiden. Um das Ganze ein bisschen flüssiger wirken zu lassen. Aber bisher sind wir ja noch ganz gut zurechtgekommen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Open World. Von daher brauchen wir vielleicht sowieso ein bisschen länger. Oder ich gucke mich mal ein bisschen mehr um. Ihr kennt das ja schon, ne? Geht da ja. Gut. Einfach nur diesen Pfad entlang. Da müssten wir sie finden. Ich hoffe, der Papa behält recht. So. Oh, was haben wir da? Tab drücken, um dein Smartphone rauszuholen. Okay. Tutorial. Wie man das Handy benutzt. Ich bin Mitte 30. Ich brauche ein Handy-Tutorial. Okay. Tab drücken, um das Handy rauszuholen. Du kannst dein Handy benutzen, um Nachrichten zu lesen, Anrufe durchzuführen und für GPS-Tracking. Okay. Du kannst deinen Phone wieder wegstecken, wenn du Tab drückst. Oder auf das Energiespar-Icon auf dem Hauptscreen drückst. I need to keep going straight. Oh, das ist cool. Just have to follow the red trail markers. Einfach nur dem rechten Pfad. Sitting there. Dem roten. Sie scheint da irgendwo zu sitzen. Okay, wir sind ganz in der Nähe. Entfernung 537 Meter. Aha, zwei neue Nachrichten. Leuchter. Wo zum Teufel bist du? Erzähl ich dir, wenn ich zurück bin? Geht dich nichts an. Erzähl ich dir, wenn ich zurück bin. Okay. Die Bank. P-Banker. Dein aktueller Account ist 784 KC. In Tschechien hat man was? Eigentlich Euro, ne? Oder nicht? Vielleicht spielt es in den 90... Nee, in den 90ern kann es nicht spielen. Dafür ist das Handy zu... Maybe later. Zu neu. Okay, anrufen können wir noch nicht. Messages, Track, Power Saving, Track. Okay. Bleiben wir mal auf der Nähe, aber hier konnten wir ein Schild lesen. Da bin ich ja auch für zu haben. Little Cross. Zavadilka. Okay, das scheinen Orte zu sein. Wanderrouten. Pot Katsatelnu. 420 Meter. Of all the places she could go, why here? Von allen Orten, wo sie hingehen könnte. Warum ist sie hier? Das ist eine gute Frage. Was ist denn hier? Welches Geheimnis hat dieser Wald? Okay, gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Rocks and trees fall down. Ich hoffe nicht, dass hier noch mehr runterfällt. Okay. Ja?
snowflakes. Like Stella drew on her bedroom wall. Yet people always think they're snowdrops. They don't bloom in the fall. Schneeglöckchen. Sie hat welche in ihrem Zimmer gezeichnet und Leute verwechseln sie mit. Naja, sie blühen jedenfalls nicht im Herbst. Hat Stella sie da hingelegt? Stella ist übrigens unsere Tochter. Ja, Superstition. Superstition? Was heißt das? Sorry, hier endet mein Englisch. Oh, genau wie dieser Weg. Where's the bridge? Wo ist die Brücke? Oh Gott, oh nein. Oh, geh zurück. What the hell is happening? Was passiert hier? I've never had a problem with heights before. There was another way across before they built this bridge. I've got to go back and then up the hill. Ah. Still there. Okay, wir haben scheinbar Höhenangst. Ist ihm vorher nie aufgefallen. Merkwürdig. Okay, da es ja Psycho-Horror ist, würde ich mal sagen, es ist wahrscheinlich alles komplett anders als das, was wir jetzt hier sehen, ne? Oh, Nachricht empfangen. Wir bleiben ja hier am Ball, ne? Ida. Ich glaube, das ist unsere Ex-Frau. Okay, ich habe in der Schule angerufen. Sie ist weg. Falls du nicht mit mir reden willst, rufe ich die Polizei. Okay. Beruhig dich, ich suche sie schon. Lass mich alleine, ich kümmere mich drum. Oder ignorieren. Beruhig dich. Ich suche sie schon. Okay. Ida schreibt. Dankeschön. Ich habe so viel Angst. Okay, mehr kann man nicht schreiben. Gut. Track. Sie ist immer noch da. Okay, wir müssen diesen Pfad, aber ergibt das Sinn? Weiter in die Richtung? Ach so, wir müssen einfach nur diesen roten Pfad folgen. Kommen wir denn von hier? Naja, er sagte ja, es gibt einen alternativen Weg, also glaube ich ihm das. Wir untersuchen den mal. Hierher. 420 Meter, ne? I have to climb all the way up. Ich muss den ganzen Weg hier hochklettern. Ja, so schlimm wird es schon nicht werden, mein Freund. Wir machen das ja zusammen, ne? Und du bist auch dabei. Du unterstützt mich fleißig. Was ist das? A red ribbon. Are they still playing the tracking game? Ein rotes Band. Spielen sie immer noch dieses Tracking-Spiel? Also dieses Suchspiel? Oder Pferdenspiel. Das ist die richtige Übersetzung. Okay. Gelber Pfeil. In die Richtung. Geh bloß nicht in die andere Richtung. Der Pfeil zeigt ja nach da. Schau, was machst du hier? Krass, also wir können wirklich... Wir können wirklich hier die Wege lang gehen. Ach, mein Auto ist da unten. Ah, alles klar. Alles klar. Ich bleib erstmal auf dem Weg. Ich meine, man kann hier vielleicht ein bisschen mehr entdecken. A kid just walks out of school and nobody gives a rat's ass. Typical. Yeah, she doesn't know how to drive. So someone had to bring her here. But who? Sie geht einfach aus der Schule und keine Sau kümmert sich drum. Oh, Stella, what have you gotten yourself into now? Sie kann doch nicht Auto fahren, also muss jemand hergebracht haben. Aber wer? Wo bist du da reingeraten, Stella? Ja, der Wald ist schön und friedlich. Ein Herbstwald, man sieht es. Der ist aber hier nicht so nach ISO-DIN-Norm hier, ne? So sicherheitstechnisch. Sicherheitstechnisch kann ich das nicht befürworten. Das ist nur ein Ast. Oh, ruckel, ruckel. Ah, geht wieder. Hat sich gefangen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr liebevoll gemacht. Ja. Damn, I'm getting old. Er spricht mir aus der Seele. Ich werd auch alt, du. Okay, ich weiß nicht, was diese gelben Zeichen bedeuten. Ist das der Wanderweg? Möglicherweise schon, ne? I should check Stella's location. Okay. Saving. Ich sollte gucken. What the hell am I supposed to do? Think, you idiot. I have to climb higher. I need at least one damn bar. Okay. Kein GPS-Symbol. Ach so. GPS. Wir sind doch draußen. Warum muss ich denn höher klettern?
GPS-technisch ergibt das keinen Sinn. Wäre es jetzt Handyempfang, aber naja, whatever. Okay, hier führt ein Weg runter. Feuer, okay. Feuerstelle. Aber er hat gesagt, er muss höher. Also gehen wir mal höher. Ah, ja. Ah, neues Collectible. Neue Location entdeckt. Casa Talena. 542 Meter. Höhe wahrscheinlich, ne? Was ist das? Ein QR-Code? New Collectible discovered. Können wir da was machen? Können wir das fotografieren? Wir haben keine Kamera. Das ist einfach nur das Collectible, ne? Können wir das vielleicht abfotografieren? Also können wir das scannen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, das würde mich jetzt mal interessieren. Warte mal, können wir einfach so machen? Map.cz in Safari öffnen. Es lädt noch. Oh, ich zeige euch das gleich hier. Also er versucht tatsächlich eine Karte zu laden. de.map.cz. Also er scheint wirklich, die Orte gibt es anscheinend wirklich. Kann das sein? Warum habe ich denn so langsames Internet? Casa Talena, das ist ein Berg, ja. Ja, hier. Da. Ja. Sieht man das? Eher nicht so, ne? Alles klar. Cool, also die Orte gibt es wirklich. Interessant. Gut. Ein Aussichtspunkt scheint das wirklich zu sein. Wow. I forgot how beautiful it is here. I wish I could stay. Forget everything. Zu vergessen, wie wunderschön es hier ist. Ich wünschte, ich könnte bleiben und alles vergessen. Someday you return. Irgendwann wirst du wieder kommen und zurückkehren. Gut, haben wir jetzt Empfang. GPS-Signal verloren. Ah, stupid fucking cell phone. Time to go old school. If she's in these woods, I'll find her. Okay. Scheiß es oft aus das Phone, machen wir es auf die alte Schule. Wenn sie in diesen Wäldern ist, werde ich sie finden. It's gonna be dark soon and cold. I've got to find her quickly. Es wird bald dunkel und kalt. Ich muss sie schnell finden. Gut, hier steht ja Feuerstelle, also gehen wir mal hier runter. Kann ja nur gut sein. Ist da oben? Ist einfach nur eine Abkürzung im Weg. Ja, okay. Ich dachte irgendwie, da wäre noch ein Weg. Ich hoffe, ich werde mich hier zurechtfinden in diesem Wald. Und ich hoffe, wir bekommen auch noch eine Taschenlampe, wenn es jetzt wirklich dunkel wird. Was ist da hinten? Ah ja, Tagebuch. Du kannst ein Tagebuch aufrufen, indem du J drückst. Oder den Journal-Button in deinem Rucksack. Was? Wechsel zwischen den Kategorien, indem du auf diese Buttons klickst. To-Do-Kategorien zeigen deine aktiven Aufgaben und Hinweise. Okay. Alle Dokumente, die du gefunden hast, werden in dem Dokumentenmarker gesammelt. Und du siehst deine Sammlerstücke. Klick auf Sammlerstücke. Okay. Alles klar. Tutorial Inventar. Du kannst dein Inventar aufrufen, indem du I drückst. Wenn du ein Item aufhebst, wird es hier drin aufbewahrt. Falls das Icon mit einem Tool, also das Item mit einem Tool-Icon markiert ist, kannst du es modifizieren.
Manchmal kannst du dieses Fenster benutzen, um mit Objekten zu interagieren, die in der Spielewelt vorhanden sind. Diese heißen Weltgegenstände. Okay. Kisten zum Beispiel. Ah ja. Du kannst sie drehen, indem du den linken Mausbutton festhältst und kannst das Objekt herumgreifen. Ja. Falls du die Maus darüber benutzt und draufklickst, kann sich das Icon verändern. Ah ja. Eine Lupe heißt, dass man reinzoomen kann. Zahnrad oder was, ein Cockwheel. Heißt, dass du irgendeine Aktion ausführen kannst und Rechtsklick, um zu zoomen. Ah ja, Aktion. Zahnrad. Okay. Du kannst den aktuell ausgewählten Gegenstand kombinieren mit anderen, wenn du das Zahnrad-Icon markierst, siehst. Okay. Klick drauf und klick an die richtige Stelle, um es zu benutzen. Okay, auf der oberen rechten Seite steht, wie viel noch gebraucht wird, um es fertig zu machen. Was meint er damit? Das ist aber kompliziert hier. Ah, dieses Ding. Dieser Kompass oder was das ist. Ah ja. Man muss 4 Schrauben entfernen. Alles klar. Gut. Find Stella. Finde ihren Ort. Stella ist weggelaufen. Schon wieder. Und wie immer hängt es an mir, sie nach Hause zu bringen. Ich sollte sie, ihre Spur verfolgen und sie so schnell wie möglich nach Hause bringen. Notes and Letters, Books, Tutorials, alles klar. Collectibles, Discovered Places. 20 Orte können wir erkunden und 10 QR-Codes können wir finden. Journal, Menü, Inventory Items. Ah ja, alles klar. Wir haben... Boah, unser Handy sogar mit Fingerabdrücken. Konnten wir nicht reinzoomen? Und was ist das? Ey, wir haben auch so ein... wir haben auch so ein Icon. Item. Das ist scheinbar unsere Familie. Ein Bild gezeichnet von unserer Tochter, denke ich mal. I wonder why everything went so wrong with her. Or with us. Ich frage mich, warum alles mit ihr oder mit uns so schief gelaufen ist. Okay, saving. Sign or no sign, I have to follow this trail. Schild oder kein Schild, ich muss diesem Pfad folgen. Okay, wir können also eine Menge entdecken. Hier können wir aber auch noch drüber. Was kann man denn hier für Schönes? Kann man das Brett nehmen? Ich weiß nicht, inwiefern wir Sachen irgendwie finden und benutzen können hier in dieser Welt. Aber wir gehen mal erstmal diesen Weg. How am I gonna cross that? Wie komme ich denn da drüber? Why would somebody throw the plank down? Finally something I can use. Okay, das Brett da unten. Warum sollte das einer? Warum sollte das Brett jemand hier runterwerfen? Ach, jetzt kann ich es nehmen. Okay. Wir sind immer noch im Tutorial. Jetzt sag nicht, das habe ich im Inventar, das Brett. Ich habe eine Latte in der Hose. Ist ja geil. Alles klar. Alles klar. Oh, damn, my shoes are soaked. Ist ja geil, er ist durchs Wasser gegangen und sagt, jetzt sind meine Schuhe nass. Das ist cool. Use. Ah ja, das macht er dann automatisch. Careful. Vorsicht. Okay. Gefällt mir bisher sehr gut, das Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Oh. Damn it. Can't believe it. Stupid girl. Ich kann nicht glauben, dass ich das für sie mache, dieses dumme Mädchen. Okay, was liegt da? Someone walked through here recently. If it was Stella, she was alone. Jemand ist letztens hier durchgegangen. Falls es Stella war, war sie allein. Wir haben da unten einen Weg. Der Fluss führt darunter. Können wir... wir haben immer noch kein Signal. Frage ist, ob wir da lang müssen. Oh, das sieht schon geil aus. Mit dem Licht und so. Ich will nur mal ganz kurz hier gucken. Ja, ihr kennt das.
ich bleibe auf dem Pfad. Ich gehe erstmal da hoch. Oder vielleicht müssen wir gar nicht da hoch. Vielleicht war das schon der richtige Pfad. Die Fußabdrücke haben ja eher... Ah ja, guck, da ist auch ein Zeichen. Another ribbon. What a strange location. Ein weiteres Band. Was für eine seltsame, was für ein seltsamer Ort. Dafür. Okay, können wir jetzt da hoch oder hierher? Oder ist das derselbe Weg? Open World ist halt schon... The tracks again. Okay, nochmal Fußspuren. Ist halt schon schwierig für mich. Okay, ist jetzt hierher gegangen? Das ist halt die Frage, ne? Ja, es wird richtig dunkel. Was ist da? Neues Sammlerobjekt gefunden. Candy Wrap. Ah. Okay, ein Bonbonpapier. Journal. Journal wollte ich drücken. Lurks. Ach so, ist das 1 von 100? Okay. Ach, es sind einfach nur Collectibles. Ach so. Ah, verstehe. Okay, verstehe. Das tut also nicht unbedingt was zur Story bei. Dann geht's wohl doch darunter. Irgendwie. Oder hier? Da ist noch ein Band. Noch ein Band. Viele Bänder. Another ribbon. What a strange location. Noch ein Band. Was für eine seltsame. Kommen wir da hoch? I'm still on her trail. Ich bin immer noch auf dem Pfad. Okay, der Wald ist wirklich sehr groß, wie es aussieht. Ist Licht da? Oh. Wieder. Where is she? You have to tell me. Your hysterics aren't helping. Stop calling me. Daniel, please. Tell me that she's safe. Listen, I don't... Scheiße. The first thing I'm gonna do when I leave here is trash this fucking cell. Unlimited network service, my ass. Ah, der ist... Ich mag den Typen. Der ist ziemlich angry drauf. Okay, da konnten wir nicht mal gucken. Die Mutter ist in Panik. Aber welche Mutter wäre das nicht... Wir sind noch ziemlich cool und suchen sie weiter. Was ist denn das überhaupt hier? Das war mal ein Schild, hä? Gehen wir mal diesen Pfad weiter. Hier geht's wieder runter. Also wir haben jetzt immer noch keinen Empfang. Another ribbon. What a strange location. Da haben sie aber nicht mit den Sätzen gespart, du. Ich habe das Gefühl, ich gehe im Kreis. So langsam bin ich auch etwas lost hier. Und da geht's weiter. Another ribbon. What a strange location. Okay, ich habe mich... total verlaufen hier. Orientierungstechnisch. Looks like a trail marker. I wonder where it leads. Okay. Sieht aus wie eine Spur. Ich frage mich, wo sie hinführt. Müssen wir hier durch? Ich würde jetzt mal sagen, wir müssen hier durch. Das ist unser Weg. She has to be close. Sie muss in der Nähe sein. Scheiße, ey. Okay. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Da lang?
Das sieht nicht so richtig aus. Ich glaube, da lang. Oh Gott, ich habe mich komplett verlaufen. Ich habe keine Ahnung. Nee, hier sind wir hergekommen. Okay, warte mal. Weiter hier runter. Das ist der Weg. Ich hätte nur links geguckt, weil ich da was gesehen hatte. Na, so wunderschön ist der Wald jetzt auch nicht, ne? No, it can't be. It's your dress. Das ist ihr Kleid, das kann nicht sein. Boah, an diesem krassen Baum, ey. What? It's a backpack? Oh, I'm so tired. It's dark. Now I'm seeing things. Okay. Oh, interessant. Guck mal, hier sind diese komischen Drähte. So wie am Anfang in den Tunneln. Es ist aber ihr Rucksack und nicht ihr Kleid. Eine Zange. Und ein Band. Assess Workbench. Okay. If I want to get it down, I need to deal with the wires first. Ah, ich muss die Drähte erst durchschneiden. Vielleicht mit der Zange? This'll come in handy. I can use it to get Stella's stuff home. Okay. Ich kann es benutzen, um Stellas Sachen nach Hause zu bringen. Es ist auch hier wie so... Es ist schon crazy. Okay, wo lang jetzt? Da könnten wir lang. Hier ist scheinbar nichts. Was hat das zu bedeuten? Okay, ich finde das interessant, dass ich jetzt diese beiden Welten, also Stellas Welt in diesem Bunker und das hier so ein bisschen verbindet. Ich guck mal, was wir so in unserem Inventar haben. Den Rucksack haben wir jetzt nicht dabei. Journal Menü. Achso, das wollte ich nicht. Inventar. Ja, ist halt eine Zange, ne? Aber es ist schon so dunkel jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch was sieht. Ihr noch genug seht. Ich sehe auf jeden Fall noch was, aber auch nicht mehr viel. Noch ein paar Lichtstrahlen scheinen hier durch den Wald. What was that? Der spricht aus, was ich gerade gesagt habe. Es klang nach einer Leiter oder so. Eine Leiter? Irgendwas Metallisches. Naja, gehen wir erstmal weiter. Da ist ein Licht. Okay. Oh, ich bin so verloren hier. Warum steht da eine Kerze? Looks like a trail sign to me. It was lit recently. Es wurde kürzlich erst angezündet. Sieht aus wie ein Zeichen für einen Pfad für mich. Okay. Oh, ich verstehe. Geht's da irgendwie in so eine Art Bunker rein? Weil das würde ja quasi wieder... I never thought I'd be here again. It was supposed to be sealed. Years ago. Stella's so afraid of the dark. She'd never go in there. Unless she was forced. Wir waren Jahre nicht mehr hier. Der Bunker sollte eigentlich versiegelt sein. Stella würde ja niemals reingehen, weil sie Angst vorm Dunkeln hat. Es sei denn, jemand hat sie da gezwungen, da reinzugehen. Okay, hier sind verschiedene Pfade. Das ist auf jeden Fall ein größerer Weg und es ist ein neuer Ort, den wir entdeckt haben. Ah ja, es ist genau dieser Bunker. Es ist genau aus dem Intro. Es sind dieselben Türen und es sind dieselben Metalldinger hier. Öffnen. Okay, das ist mal Stella, richtig dunkel. I know you're in here, sweetheart.
please, let me take you home. If you're hurt, just bang on something. Ich weiß, dass du hier drin bist, Süße. Lass mich dich nach Hause bringen und falls du verletzt bist, hau irgendwo gegen. Oh ja, das ist der Bunker. Er sieht ähnlich aus, aber nicht genau so wie aus der Sequenz im Intro. Oha, da geht's runter. Da geht's hoch. Okay. Wir haben so eine Art Brecheisen gefunden. Brechstange. Da geht's runter und da hinten geht's weiter. Oder nicht? Ja, ich würde auch volle Kanäle reingehen, ey. Weder als Kind noch als Vater. Da würde ich doch die Polizei rufen. Also Feuerwehr, sollen sich die... Die kennen sich hier bestimmt besser aus. Haben vielleicht Pläne von dem Ding oder so. Okay, hier sieht's. Hier geht's nicht weiter. Wo kamen die Geräusche her? Okay, da ist jetzt ein Licht. Sind wir hier nicht reingekommen? Hä? Warte mal. Da sind wir reingekommen. Ich höre was. What the hell is that? Looks like a message. I need to get in there. Was? Sieht aus wie eine Nachricht. Ich muss da reinkommen. Okay. Ah, warte mal, vielleicht können wir diese Mauer einreißen oder so? Was können wir jetzt tun? Ich schätze mal irgendwas, was wir mit diesem komischen Brecheisen machen können, aber... Können wir da rein? Gibt es noch einen anderen Weg? Hier vielleicht? Oh, hier. Untersuchen. Die Steine sehen lose aus. Einbrechen. Okay, ich sollte einen guten Ort, um mein Licht zu positionieren, finden. Ah, verstehe. Also, ist cool gemacht. Okay. Quick-Time-Events. Ich muss diesen Block zur Seite tun. Okay, der Weg ist frei. Nehmen wir unser Smartphone. Das ist cool gemacht bisher. Es ist sehr kreativ bisher. Boah, ist das... das? Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, das hat nichts irgendwie mit Kindesentführung, Missbrauch, solche Sachen zu tun. Das finde ich überhaupt nicht gut. Nicht meine Schuld. Seltsames Geräusch? Was meint er denn? Was zum... Was ist das denn? Das hätte ich nicht erwartet. Oh,
My head. Mein Kopf. What's that noise? Was war das für ein Geräusch? I've got to get out of here. I've got to get out of here. Ich muss hier raus. Damn, someone must have stolen my cell. Scheiße, jemand muss mein Handy geklaut haben. Ich muss einfach nur hier raus. Okay. Ah, der Ausgang. Der Wald sieht irgendwie Stella, is that anders you? Aus. Stella, bist du's? Ist sie das? What the fuck is wrong with this place? Get off the bridge! Run! Okay, das ist in der Tat ziemlich creepy. Die Brücke ist eingestürzt, aber sie ist nicht mal da. Let's get under that ledge over there. We might be able to climb down these trunks. Okay, gotta look around for something to help me. Wir müssen irgendwie da runter, um in diese Baumstämme zu klettern. But it was her. Ich bin sicher, sie war es. Okay, vielleicht ein Seil oder sowas? Use. Wir müssen ein Seil finden, würde ich sagen. Dieser Ort sieht jetzt ganz anders aus. Tod. Was ist mit uns passiert in diesem Bunker? Da hinten leuchtet was. Da ist ein... Was ist das? Oh ja, guck mal hier. Das weinende Mädchen mit Handy nachher greifen, das ist, oh Mann, das ist... Es wird das Thema sein, darum wird es wahrscheinlich gehen. Jetzt schon kein Bock. Das wird mir an die Nieren gehen. Okay, ich dachte, mein Phone liegt vielleicht hier. Ah. Okay, eine Leiter. The ladder has seen better days. Die Leiter hat schon mal bessere Tage gesehen. Okay. This is useless unless I fix it. Nutzlos, es sei denn, ich repariere es. Okay. Wir müssen also irgendwie so Sprossen finden oder so, womit wir die Leiter reparieren können. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Irgendwas muss es ja hier noch geben. Shit. Was? Was? Was zur Hölle? Das sind die Hände. Oh Gott, es fängt an zu regnen, oder? Was ist das hier für ein Ort? Ah, hier aus dem Tutorial, ne? Okay, Zange. My tool belt. Huh, the pliers are missing. I'll put the pair I found in it. Ah, ja. Werkzeug, was? Tool belt? Werkzeuggürtel. Oh, die Zange hat gefehlt. Und die hatten wir schon, also haben wir sie reingepackt. Okay, wir haben einen Hammer, Zange, einen Schraubenschlüssel, ein Messer, einen Schraubenzieher, einen Korken. Was ist hier drin? Das ist cool gemacht. Irgendwie. Aber ich kann das nicht deuten. Warum sind da die Hände? Hat es vielleicht ihr gehört? Diese Brücke ist auch verbrannt. Okay. Wir kommen da also nicht her. Wir müssen irgendwie die Leiter reparieren. Es gibt vielleicht noch mehr mit... Da? I can use this. Ah, ich kann das gebrauchen. Alles klar. War das ein Grab? Okay, hier gibt es mehrere davon. Mehrere Gräber. I think I have enough now. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug. Warum sind hier Gräber? Große und kleine. Okay, er sagt, er hat genug.
What a strange graveyard. Was für ein seltsamer Friedhof. Das sind aber unterschiedliche Kreuze. Das kenne ich aus Wardwell House. Da hingen auch diese Kreuze, diese Doppelkreuze. Was auch immer das zu bedeuten hatte. Okay. Schätze, jetzt können wir die Leiter. Dann brauchen wir doch kein Seil, dann brauchen wir die Leiter, um da runterzukommen. Und, Yep, that does the trick. That does the trick. Die Frage ist, ob wir dann noch Nägel brauchen oder ob die vielleicht hier drin sind. Okay, zoomen wir mal rein. Und packen das Ding hier dran. Müssen wir vielleicht noch mit dem Hammer irgendwie was? Ah, ist ja cool. Okay. Nicht schlecht. Okay, wie kommen wir wieder? Okay, Hammer müssen wir wegpacken. Rauszoomen, reinzoomen. Und wieder festhämmern. Okay. Haben wir sonst noch was Schönes? Da oben noch? Hier oben noch. Okay. Ah. So, Leiter ist repariert, ja? I need to be very careful using these. Ich muss sehr vorsichtig wenn ich das Ding benutze. Craftsman! Okay, Leiter haben wir im Gepäck. Können aber noch rennen wie ein junger Gott, von daher kein Problem. Ich guck mal eben noch, was hier oben ist. Also da ist der Bunker. Handy haben wir nicht mehr. Geht's auch nicht weiter. Ich wollte nur noch mal gucken, ob da vielleicht ein Bonbonpapier ist oder so. Ein Bonbon nehme ich auch. Rachengold oder so. Ah ja. What a strange graveyard. Hier sind jetzt auch noch Gräber, aber hier geht's eh nicht weiter. Da hinten sieht's aus wie Eis. Aber hier ist alles tot. Es sieht aus, als ob hier ein Meteorit eingeschlagen wäre oder so. Sehr, sehr merkwürdig alles. Sah vorher auch ganz anders aus. Okay, warte. Da vorne müssen wir rüber. Gut, es ist hell beleuchtet. Das ist immer ein guter Hinweis. Benutzen. Leiter runterklettern. What the hell is that? Fuck! Bleibt einfach stehen und guckt noch. Was? Can't breathe. Das ist sie wohl. Help me, please. It's so nice you dropped in. Who are you? Do you care? Yeah. Schönes How sad for you. Traurig für dich. Am I dead? Ich tot? Not yet, Daniel. It Nicht. Was a long way down. Es war ein weiter Weg nach unten. I did fall. Forever. Endlos gefallen. Maybe you live. Vielleicht lebst du. Maybe you don't. Vielleicht nicht. Nothing you can do about it. Du kannst es nicht ändern. Hat sie mein Messer weggeworfen? Why am I here? Warum bin ich hier? You need to see the truth. Du musst die Wahrheit sehen. Layers and layers of lying you. Such a little liar. Lügen von dir, so ein Better Lügner. Better stop, or you'll never find what you need. Du hörst besser auf, oder findest niemals, was du brauchst. The only thing I need is Stella. Das Einzige, was ich brauche, Stella ist Stella. Is not a thing. People are not things, silly you. Stella Maybe you'll find Ding. Her.
maybe not. Menschen sind kein Ding, du Dummerchen. Better tell the truth, Daniel. Why? Sag besser die Wahrheit, Daniel. Warum? Where is she? Wo ist sie? Where is my daughter? Wo ist meine Tochter? Do you even know what she loved? Weißt du überhaupt, was sie liebt? Oder geliebt hat? Gefällt mir. Gefällt mir. Ich finde es interessant, dass wir Daniel heißen. Es gibt unglaublich viele Horrorspiele, in denen der Hauptcharakter Daniel heißt. Errungenschaft freigeschaltet. Die Wälder sind lieblich. Okay, das war das erste Kapitel. Unser Telefon. Kapitel 2, eine Abkürzung. Okay. Oh. What a nightmare. Was für ein Albtraum. Ich werde niemals noch mehr die Sonne lieben. Okay. It's my phone. Mein Handy. No way. This could be my only chance. Stella? Stella, is that you? Where are you? Oh, fuck this cell. I couldn't understand a word. Firecam. Did you say camp? I should know my way there blindfolded, but I'm drawing a total blank. Maybe I can find the camp on this map. Okay. Vielleicht kann ich das Camp auf dieser Karte finden. Okay. Tourismus in der Tschechischen Republik. Ah ja. Die Tschechische Republik gehört zu den Städten mit den meisten und schönsten Wanderpfaden, vernetzten Wanderpfaden. Sie führen zurück bis ins Jahr 1884, als der erste Pfad von einer Gruppe von Leuten angelegt wurde, die Foroska Jedonga Radost heißen. Seit 1889 gibt es den tschechischen Touristenclub oder den tschechischen Wanderclub, der jetzt mehr als 40.000 Mitglieder zählt. Aha. Sie warten die Wege auf freiwilliger Basis, ohne Bezahlung. Ach so, Volunteers, ja genau, das sind Leute, die ohne Bezahlung arbeiten. Aktuell gibt es 70.000 Kilometer eingetragener Pfade. Das ganze System basiert auf Farbmarkierung der Pfade. Ah ja. Pfadpfeile. Jeder Pfad startet mit einem dieser Namen und dem Ziel und einer Distanz in Kilometern und ist mit einer Farbe versehen, der mit dem Pfad markiert ist. Ah ja, das waren die Pfade, die wir gesehen haben. Trailmarkers. Grundlegende Pfadmarkierungen sind quadratisch und bestehen aus drei Streifen. Zwei weißen und umschließen einen farbigen, der die Farbe des Pfades markiert. Aktuell gibt es vier Farben für die Pfade. Blau, Rot, Gelb und Grün. Karten und Infoboards. An den Wegen hier sind auch Karten installiert, die farbige Linien oder ja, Wege markiert haben. Sie zeigen die Verbindung der markierten Wege, um einen Überblick über die Pfade zu bekommen. Es gibt auch noch Infoboards, die interessante ja, Fakten und Geschichten von verschiedenen Orten zeigen, die in der Nähe sind. Okay, wichtig auch sowas zu lesen. Wir sind am gelben Pfad. Wir sind genau hier. Okay, mal sehen, was er sagt. I'm here. Ich bin hier. Okay. I have to follow the blue trail up to the chapel. And then the yellow path down to the camp. It isn't that far. Okay. Ich muss den blauen Pfad bis zur Kapelle folgen und dann runter den gelben bis zum Camp. Ist nicht so weit.
Alles klar. Alles klar. Okay, yeah. Cool. Also, den blauen Pfad, das wäre der hier. Okay, also, wie gesagt, ich mache ein paar Parts. Es wird kein Einteiler. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen Break hier. Es bleibt spannend, aber wir haben immer so ein Kapitel abgeschlossen. Ich glaube, ich mache das immer in Kapiteln oder zumindest immer so Parts, die abgeschlossen sind. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Comments, lasst ein Like da. Und ich weiß nicht, ob es jeden Tag eine Folge geben wird. Vielleicht will ich auch mal mischen mit anderen Spielen. Ich werde es mal gucken. Mir gefällt es jedenfalls sehr gut. Was ist denn da oben? Ach, das ist der Bunker. Wir sind jetzt wieder am Bunker. Das scheint aber die Rückseite vom Bunker zu sein. Ich gehe mal eben gucken. Verrückt. Ja, hier ist der Bunker. Alles klar. Kommen wir da rein? Nochmal? Ja. Verrückt. Oh, wir können das mal vergleichen. Also, wir haben sie da auf der Brücke gesehen. Hier scheint jetzt aber wieder alles in Ordnung zu sein. Hier sieht alles normal aus. Okay, whatever. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde immer so Stundenparts ungefähr machen. Ich denke, das ist eine ganz gute Länge. Ich hatte ja mal eine Umfrage im Community-Tab gemacht, was eine gute Länge für Parts wären, abseits von Einteilern. Vielleicht kann ich sie aber auch ein bisschen länger machen. Ich fange mal mit einer Stunde an, ungefähr. Vielleicht mache ich es dann später ein bisschen länger. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, haut rein und ciao!